Moin moin miteinander und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter. Wie ihr im Hintergrund sehen könnt, es brennt. Es läuft das Ereignis Belagerung von Neverwinter und alle Helden von Neverwinter sind natürlich aufgerufen, aus den Tavernen herauszukommen, den Bierhunden zur Seite zu stellen, das Schwert in die Hand zu nehmen oder den Streitkolben oder das Zauberbuch oder womit auch immer ihr kämpft und an diesem Kampf teilzunehmen, denn Neverwinter muss gerettet werden. Wieso berichte ich jetzt gerade über dieses Ereignis? Das habe ich doch schon ein paar Mal gemacht. Das hat einen bestimmten Grund. Also erstmal möchte ich sagen, ich werde nur kurz darüber berichten. Ich werde euch das Ereignis jetzt nicht in Gänze zeigen, denn das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Aber es gibt ein paar Dinge, die trotzdem interessant sind. Die werde ich jetzt gleich mal vorstellen. Und im Anschluss werden wir dann weitermachen mit der Kampagne, die ich angefangen habe und nicht weitermachen konnte, weil ich einfach keine Zeit hatte. Acquisitions Incorporated. Ne? So ist das halt. Es gibt da diesen Spruch, den ich gerne zitiere. Der Mensch macht Pläne und Gott lacht. Ja, der Mensch macht Pläne und Gott lacht. Ich hatte dann plötzlich keine Zeit mehr, um irgendwie Aufnahmen zu machen. Oder es gibt einen anderen Spruch, Murphys Gesetz, kennt ihr ja sicherlich, ne? Wenn etwas schiefgehen kann, dann wird es irgendwann auch schiefgehen. Andere haben daraus dann gemacht, es geht immer noch schlimmer. Na gut, alles nicht ganz so schlimm. Also, Begegnung abgeschlossen. Oh, ich habe an einer Begegnung teilgenommen, ohne irgendwas getan zu haben. Wahrscheinlich war ich einfach nur in der Nähe. Das ist natürlich schön. Okay, also, worum geht's bei diesem Ereignis? Belagerung von Neverwinter. Das ist eigentlich ein Level 60 Ereignis und sehr gut für neue Spielercharaktere. Die sollten auf jeden Fall daran teilnehmen, denn das Ereignis bietet einen bestimmten Gegenstand bzw. ein Reittier und zwar diesen Wehrgreif. Den kann man sich für 14 Erlasse kaufen. Ich habe jetzt hier schon 20, aber die habe ich nicht jetzt verdient, die habe ich mir, naja, bei anderen Belagerungen von Neverwinter verdient. Also 14 Erlasse braucht man für diesen Wehrgreif. Pro Tag kann man auf reguläre Art und Weise einen Erlass verdienen, indem man eine Quest für Generalin Sabine abschließt. Mittlerweile läuft das ja schon 2 Tage. Das heißt, man kann jetzt noch 12 Tage lang daran teilnehmen, also 12 Erlasse sammeln. Die fehlenden 2 Erlasse, die ihr jetzt nicht mehr sammeln könnt, auf reguläre Weise, könnt ihr auf 2 Arten bekommen. Und zwar einmal im Zen-Markt. Da habt ihr hier für 100 Zen Erlass der Auszeichnungen. Wenn euch am Ende also 2 oder 3 fehlen, könnt ihr sie so kaufen. Braucht natürlich dafür Zen. So, es gibt auch eine andere Möglichkeit, an diese Erlasse zu kommen. Und zwar müsst ihr dafür diese Verteidigungsvorräte sammeln. Diese Verteidigungsvorräte könnt ihr nicht während meiner Wache fallen. In der Protectors Enclave, ich gehe mal dahin, tauschen. Also entweder die fehlenden Erlasse erkauft ihr euch mit Zen oder ihr braucht ein bisschen Glück. Also die Verteidigungsvorräte könnt ihr natürlich auf dem Belagerungsschlachtfeld sammeln, könnt sie dann hier tauschen. Ne? Und zwar, wie erhalte ich Spenden? Alle Spenden, die zur Verteidigung... Um Verteidigungsvorräte zum Spenden... So, aufgrund versorgen. Der Belagerung der Stadt und der zahlreichen... So, Hilfsgüter spenden. Wie viele Verteidigungsgüter könnt ihr spenden? Also, ihr spendet natürlich mindestens 6, denn dafür erhaltet ihr Drachenkult-Insignien und eine Medaille. So, oder ihr spendet 12, das ist sogar noch besser, 12 Verteidigungsvorratspakete, dann bekommt ihr 2 Medaillen. Um diese Medaillen geht es. Also, hier bekommt ihr diese Medaillen her, das heißt immer am besten 12 Vorräte spenden, wobei, nee, zwischen 6 und 12 ist ja kein Unterschied, ob man dann eine Medaille oder 2 bekommt. Also, auf jeden Fall müsst ihr diese Medaillen sammeln und dann könnt ihr... auf dem Belagerungsschlachtfeld etwas Bestimmtes kaufen mit diesen Medaillen. Und zwar könnt ihr dafür kaufen... Lasst mich euch das etwas ist das vorspielen. Hier. Ja,
Paket des Schlachtfeldplünderers. Ich glaube, hier ist das nicht drin. Nein. Und hier ist das auch nicht drin. Also, für 4 Medaillen könnt ihr das Paket des Schlachtfeldplünderers kaufen. Und in diesem Paket, wie ihr seht, könnt ihr, wenn ihr Glück habt, auch einen Erlass der Auszeichnung bekommen. Also, entweder ihr sammelt diese Verteidigungsvorräte, mindestens 6 sammeln, die dann eintauschen, damit ihr eine Medaille bekommt. Eine Medaille reicht aber nicht, ihr braucht mindestens 4 Medaillen. Dann kauft ihr euch das Paket des Schlachtfeldplünderers und da könnt ihr mit Glück einen Erlass bekommen. Oder halt mit Zen. Warum ist dieser Wehrgreif so interessant? Gerade für neue Spieler, ganz einfach, weil, wir gehen mal in den Stall und tauschen mal einfach aus. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da ist er. Also der Wehrgreif hat eine bestimmte Fähigkeit, nämlich Glück des Wanderers. Chance, beim Vernichten eines Feindes zusätzliche Beute zu erhalten. Und diese zusätzliche Beute besteht in Veredelungssteinen. Und gerade als neuer Spieler braucht man Veredelungssteine sehr oft, sehr häufig, sehr viel. Und da hilft einem dieser Wehrgreif ungemein. Erstens, man ist damit schnell. Es ist halt ein lila Reittier. Zweitens, es hat diese Fähigkeit Glück des Wanderers. Und es ist ohne viel Aufwand zu bekommen, ne, der Wehrgreif. Deshalb kann ich dieses Event nur empfehlen für neue Spieler. Aber ich kann es auch empfehlen, jetzt zumindest kurzzeitig, für Veteranen. Denn, wie ich schon sagte, beziehungsweise ich weiß nicht, ob ich es sagte, aber es gibt ein paar Neuerungen. Es gibt ein paar Dinge, die die heroischen Begegnungen droppen, die es vorher nicht gab. Und diese Dinge sind auch nicht in diesen Sammlungen drin. Da kann man ja normalerweise sehen, was so Neues dazugekommen ist. So, wo ist denn das Event? Okay. So, zu den Waffen. Da, Belagerung von Neverwinter. Das ist so das, was man normalerweise hier erbeuten kann. Aber das ist nicht alles. Die neuen Beutestücke sind nämlich hier nicht enthalten. Ich zeige sie euch aber trotzdem. Sie sind nicht schwer zu bekommen. Es gibt ein neues Streitross. Streitross des Belagerungsbrechers. Ein blaues Reittier. Man bekommt es relativ schnell. Ich habe ja mehrere Charaktere. Mit denen habe ich, ich weiß nicht, jetzt ein paar Mal heroische Begegnungen gemacht. Das heißt, diese Quest von Sabine habe ich jetzt mit jedem Charakter, ich weiß nicht, 3 oder 4 Mal gemacht, den ich so habe. Beziehungsweise nicht die Quest, aber ich habe die Quest natürlich mit jedem Charakter maximal 2 Mal gemacht, weil das ja erst 2 Tage läuft. Aber so heroische Begegnungen habe ich 3, 4 pro Charakter gemacht und ich habe das jetzt schon mehrfach erhalten, dieses Streitross. Es ist also nicht schwierig zu bekommen. So, Vorschau, so sieht das Ganze aus. Und wer Reittiere braucht oder Reittiere sammelt, für den ist das ja vielleicht was. Man muss aber die heroischen Begegnungen spielen. Außerdem gibt es hier so etwas, was aussieht wie, naja, etwas, was mit D anfängt. Es ist aber ein beschädigtes Schlachthorn des Belagerungsbrechers. Das ist neu. Es ist ein Gegenstand, der sich verbraucht. Wenn man also da einmal reintrompetet, ist er weg. 10 Stück habe ich davon. Ich könnte ihn also jetzt 10 Mal benutzen. Ihr stößt in das Schlachthorn des Belagerungsbrechers, wodurch 30 Sekunden lang euer Lebenserzug um 2000 erhöht und die Kraftwiederaufladezeit um 5 Sekunden verringert wird. So, wenn ihr Schaden erleidet, dann wird die verbleibende Abklingzeit eures Schlachthorns des Belagerungsbrechers um 1 Sekunde verringert. So, und es gibt ein Artefakt. Ich habe das jetzt hier in der lila Version, weil ich es schon ein bisschen aufgewertet habe. Wenn man es findet, ist es grün und sofort charaktergebunden. Und es ist ein Banner des Belagerungsbrechers und hat interessante Werte. Es hat Kraft, Rüstungsdurchdringung und Kampfvorteilbonus. Außerdem, naja gut, ich kann ja mal vorlesen. Verbündete erhalten 60 Lebensentzugswirkung, 60 Rüstungsdurchdringung und 4% Wiederaufladetempo. Das Wiederaufladetempo ist natürlich eine sehr interessante Fähigkeit.
die im Kampf doch sehr nützlich ist. Lebensentzugswirkung und Rüstungsdurchdringung. Ich glaube, die Werte sind jetzt deshalb so niedrig, weil ich gerade auf einer Karte bin, die Level 60 ist. Und da wird ja alles herunter skaliert. Also auf einer Level 70 Karte wäre es wohl höher. Na gut, also diese drei Sachen sind neu, sind mir zumindest neu so aufgefallen. Ich habe sie also gefunden, sehr schnell gefunden. Es gibt angeblich, so viel habe ich zumindest im Chat gelesen, noch ein Einhorn hier zu holen. Also es soll wohl auch ein Einhorn droppen, behaupten einige Spieler. Kann ich persönlich nicht bestätigen, bei mir ist bisher kein einziges Einhorn gedroppt. Wäre natürlich schön, wenn es so wäre, aber bestätigen kann ich es nicht. Es ist ein, es ist ein Gerücht. So. Und mehr möchte ich eigentlich zu dieser Belagerung auch nicht sagen. Also neue Spieler, ran an die Schwerter, holt euch den Wehrgreif. Und Veteranen, wenn ihr Interesse habt an diesem Artefakt, naja, an diesem beschädigten Schlachthorn vielleicht eher weniger, aber vielleicht für die Sammlung, das Streitross, dann macht auch mit. Diese Sachen bekommt ihr relativ schnell, zumindest das Streitross. Wie schnell man das Artefakt bekommt, weiß ich nicht. Aber das Streitross bekommt man sehr schnell. Das Artefakt habe ich bisher nur ein einziges Mal gefunden. Und damit verlassen wir auch das Schlachtfeld. Und gehen dahin, wo ich eigentlich in dieser Folge sein möchte. Nämlich bei der Acquisitions Incorporated. Nur mit Musik hat das Leben. So, ich habe die Quests von der Acquisitions Incorporated noch aktiv. Sieht man hier. Eigentümliche Neuakquisition und... Achso, die Belagerung von Neverwinter. Ja gut. Verteidigung versorgen, Verteidigungsvorräte spenden. Ich will einmal ganz kurz diese Quests ausblenden, damit sie nicht stören. Allgemein vielleicht? Nein. Doch, Belagerung von Neverwinter. So, weg damit. Dann haben wir nur die interessanten Quests, beziehungsweise die jetzt interessanten. Informationen zum Herz des Feuers erhalten. Mit Lady, na gut, Handelsgeschäft ist jetzt wahrscheinlich auch nicht interessant. Zum Luftschiff gehen und mit Jim Dark Magic und auf Jim Dark Magic warten. Das letzte Mal bin ich bei der Informationsakquisition hängen geblieben. Die Quest ging nicht weiter, aber ich habe zumindest mal die Patch Notes gelesen. An einigen Quests hat man wohl ein paar Korrekturen vorgenommen. Ich hoffe mal also, dass ich das jetzt beenden kann. Ich werde so ein bisschen durchrennen durch diese Quest. Ich habe ja bereits ein Video dazu gemacht. Und möchte eigentlich an die Stelle... Falls ihr euch jemals gefragt habt, ob es eine gute Idee wäre, die Macht der Winterschmiede zu absorbieren, sich dann zum Gott zu ernennen und zur Krönung dann auch noch den Titan Trim zu vergrätzen, dann müsst ihr einfach nur einen Blick auf den alten Lakar hier werfen und schon habt ihr eure Antwort. Also, sehen wir einmal, ob wir seine Aufmerksamkeit erwecken können. Seid kreativ. Seid kreativ, genau. Und das hieß, ihn einfach mal mit der Ballista zu traktieren. Großartig wehtun tun wir ihm nicht dabei. Es ist wahrscheinlich eher so, als wenn ein Moskito um einen herumfliegt und einen nervt. Schönen guten Morgen, Lakar. Zeit zum Aufwachen. Genau, Zeit zum Aufwachen. Er ist wach. Augen sind jetzt schön bläulich und wir müssen jetzt... Ich vermute, dass eure Fingernägel euch hier nicht weiterhelfen werden. Ihr werdet Bergmanns Rüstung benötigen. Vielleicht eine Mithril-Spitzhacke oder sowas in der Art? Setzt uns in der Nähe der Eis... Genau. Wir müssen den guten Lakar ein bisschen vom Innern her kratzen. So, wie gehe ich jetzt am besten vor? Ich werde jetzt einfach mal alles, was im Weg steht,
wieder Mayhem. Das Ganze ist natürlich Level 35. Ich bin viel zu stark dafür. Immer schön langsam. Was hat das zu bedeuten? Ja, wir hatten... Einer der Trolle hier draußen hat also eine Mithril-Spitzhacke im Schädel. Das sollte ein Kinderspiel werden. Das ist auch ein Kinderspiel. Das letzte Mal habe ich mich ja so ein bisschen schwach gemacht mit Absicht, damit es nicht ganz so banal ist, aber... Jetzt soll es einfach nur schnell gehen. Oh, der lebt noch. So, jetzt komme ich in das Gebiet, wo die Trolle sein müssen. So, wo war die Spitzhacke das letzte Mal? Das letzte Mal war sie beim letzten Troll, glaube ich. Bin so ein bisschen am gucken, wo ich denn hier noch überhaupt Trolle habe. Aber es scheint so, als wenn man wirklich die gesamte Gegend von Trollen säubern müsste, bevor man an diese Spitzhacke kommt. Da ist Hackfresse. Ah, vielleicht, na gut, ich habe mich wahrscheinlich nicht mehr richtig dran erinnert, wo Hackfresse tatsächlich... Gute Arbeit mit der Mithril-Spitzhacke. Nun müsst ihr nur noch in den Riesen hineinkriechen und ihm die Kristalle kraulen. Wo Hackfresse tatsächlich war. Oder spawnt er möglicherweise erst, wenn man die ganzen anderen Trolle besiegt hat. Das müsste ich mal beim nächsten Mal eruieren. Denn ich habe so das Gefühl, dass ich hier ganz am Anfang war. Ich bin doch hier lang. Da stand keine Hackfresse da. Wahrscheinlich spawnt er erst, wenn man die Gegend ein bisschen glatt gemacht hat. So, und da sind schon die Eiskristalle. Klack. Klack. Ja, so ist es richtig. Tiefer. Noch tiefer. Oh Mann. So. Weg mit euch. Schon seit Äonen nicht mehr so gut gefühlt. Ja. Ich find's ja auch zum zweiten Mal lustig. So.
Eigentlich macht der gerade meinen Job, ne? Wobei, naja, er hackt am falschen Kristall. Ja, weiter. Weiter, weiter. Heiter geht's weiter. Bitteschön, ab in den Bauch. So wie gewünscht. Die nächste kleine Gruppe. Na gut, den Wunsch konnte ich jetzt nicht erfüllen. Ich habe gerade nichts zum Schießen da. Tok, tok. Tok, tok. Da sind noch mehr. Ich spüre es ganz deutlich. So, die machen wir auch mal weg. So, zum letzten Kristall. Ah, schaut mal. Und jetzt können wir hier tatsächlich durchgehen. Vorher ging es nicht. Rums. Okay. Hier müsste dann jetzt so ein kleiner Endkampf kommen. Ich mache mal Folgendes. Ich schicke mal den Besen weg. Der ist nämlich viel zu stark. Der macht dann die Gegner alle kaputt. Das möchte ich nicht. Ich möchte auch ein bisschen selbst was machen. Ich habe hier einen unidentifizierten Gegenstand. Das ist ein Dolch der Pein. Wie wäre es, wenn ich den einfach mal benutze? Kann ich so kämpfen? Kann ich. So. Okay. Ich hoffe, ich bin jetzt so schwach genug, dass die Kämpfe auch ein bisschen nicht sofort zu Ende sind. Na ihr? Ins Auge! Ja! Sind nicht sofort tot. Aha, ihr seht mich nicht. So. Der dickste Kristall. Machen wir mal kaputt. Das muss die Quelle meiner unerträglichen Qual sein. Die Reizung. Die Reizung. Na gut. Komm her, du Reizung. Na? Rums. Na, jetzt nochmal ausprobieren. Ausgewichen, mein Freund. Na gut, ich bin weg. Oh. Au, hat mir nichts gebracht. Au. Seid ihr da oben fertig? Nehmt das Portal, um wieder aufs Schiff zu kommen. Rums. Na, betäubt. Eine Belohnung abkassiert.
und los geht's. So, sind wir jetzt durch? So, Omin. Habt ihr sowas vielleicht schon mal gemacht? Also, versteht mich nicht falsch, aber ich hatte den Eindruck, dass das nicht euer erstes Mal war. Naja, wie dem auch sei. Sehen wir mal, was der alte Lakar zu sagen hat. Genau. Hören wir uns das mal an. Lakar, wir haben unseren Teil der Abmachung erfüllt. Also, was ist nun mit dem Herz des Feuers? Ist es real? Denn wenn nicht, kann ich endlich meine Suche einstellen. Ihr habt mir einen großen Gefallen getan, meine Freunde. Ja, das Herz ist real. Und es ist sehr mächtig. Ich selbst habe es geschliffen. Das ist alles, was ich euch sagen kann. Irgendwie ist Lakar nicht auf dem Bild gewesen eben, aber egal. Okay. Hier ist seine Axt und... Ah. Ja, okay, er ist auf dem Bild, er ist so ein bisschen... aus dieser Perspektive nicht zu sehen, er ist, ne, so ein bisschen so... Naja, egal. Egal. Also das Herz ist real. Er hat es selbst geschliffen, es ist sehr mächtig und wir wollen es haben. Okay, müssen wir die Quest abgeben noch irgendwie? Bestimmt, ne? So, Omin. Willkommen bei der Acquisitions Incorporated. Informationsakquisition abgeschlossen. Wir haben unser Ziel erreicht. Gute Arbeit. Danke sehr, Quest abschließen. Ich könnte sie jetzt gleich nochmal annehmen. Yes, Sir. Aber ich mache es jetzt erstmal nicht. Erstmal gehe ich in die Kampagne. Mal gucken, was wir da freischalten können. Ob überhaupt. Anforderungen nicht erfüllt. Ah, okay. Ich brauche mehr Eicheln. Schließen. Gut, ich muss Eicheln sammeln. Ich würde mal sagen, das mache ich dann in der nächsten Folge weiter. Mal gucken, was wir dann machen für Jim Dark Magic und für Omin. Ich vermute ja mal, wir werden die Quests wiederholen müssen, einfach um die Eicheln zu sammeln. Und ich bin aber der Meinung, sie sind dann ein kleines bisschen zumindest anders. Ich werde mich überraschen lassen. Zumindest war das auf dem Preview-Server so, dass sie ein kleines bisschen anders waren. Na gut, genug für heute. Ich sag mal tschüss und bis zum nächsten Mal.